Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir sind bei dieser kichernden Dame hier. Die mir irgendwie etwas komisch erscheint. Aber egal. Machen wir jetzt einfach mal. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Der Wirt Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond. Desmond? Okay. Die Reporter mit dem Zeitungs... Welchem Zeit? Welches Zeitungsmädchen meint der hier wohl? Verstehe es nicht ganz so. Wo haben wir denn hier ein Zeitungsmädchen? Okay. Damit konnte ich sie nicht ablenken. Geräte benutzen, um die Reporter abzulenken. Kommen Sie! Sehen Sie sich meine Waren an! Es ist bestimmt etwas für... Ich würde jetzt ja auf Anhieb mal... Oh, ich dachte nur, das wäre die zum Betäuben. Ups. Ne. Eine Geräte-Kombo-Kette. Also ich würde jetzt auf Anhieb mal hier vorne... Ne. Oh, wo war dieser Marktkarren, hm? Der war auf der anderen Seite, da vorne war. Okay. Nichts als nur die Al. Ja, ja, Rauchbomben, zack, zack. Wenn Sie zufrieden sind, bin ich es auch. So. Junger Mann, Dizzy sollte Sie mit den Liberalen reden lassen. Nun steht eine Ausfahrt nichts mehr im Weg.
Okay, ich bin nicht so, so sicher. Da, in der Kutsche. Die Frau des Premierministers. Auf geht's. Man darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Braves Mädchen. Wieso haben wir nicht eine andere Kutsche genommen? Ist doch total bescheuert, die offizielle Kutsche nehmen, um einen inoffiziellen Ausflug zu machen. Oder nicht? Du bist ein gutes Pferdchen. Du bist das. Also, manchmal verstehe ich die Engländer einfach nicht. Schön weiter. Welch verkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Devil's Acre zu bieten hat. Nicht von Schlägern in. Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Also ich muss mich jetzt von Leuten fernhalten. Desmond, was ist in dich gefahren? Da komme ich jetzt natürlich nicht hoch. Wussten Sie, dass dieser Gentleman ein, wie war das ja, fliegender Händler nannte er sich? Oh, bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Und da sagt er, Vicar, tut mir leid, Bischof, ich dachte, das war die Eucharistie. Nein, tut mir leid. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mrs. Disraeli? Ist alles in Ordnung? Oh ja, ich habe gerade gelernt zu pfeifen. Schön. Einer muss sich um ihn kümmern. Ernsthaft? Oh je, eine Rauferei. Mr. Fry, ich muss das regeln lassen. Eine zurück! Ich bin untröstlich. Normalerweise ist es nicht so auf. Wo bist du hingelaufen? Bemerkenswerte Form, Mr. Fry. Ich bin sicher, Sie sind das Schrecken von Londons Unterwelt. Oh, nun ziehen wir weiter. Oh, Mr. Fry, ich glaube, der Mann ist betrunken. Da haben Sie wohl recht, Madam. Ich frage ihn, was er trinkt. Vielleicht dürfte ich lieber etwas anderes vorschlagen. Mr. Fry, sehen Sie die beiden da? Ja, die scheinen sich... Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne sie. Was für eine Art Fleisch verkauft dieser Mann? Fragen Sie besser nicht. Warum? Ist es etwas Verdorbenes? Ist es Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung, aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte Wonton. Also das ist ein Pint, nicht wahr? Bemerkenswert. Feines Hundchen. Wieso auch? Someone come quick!
Ja, guter Junge, Desmond. Los, gib mir die Tülle. Wenn meine Freunde hier wären, sähe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen. Das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Naja. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Okay. Das ist... Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Fahren. Sachte. Weg hier. Ups, ups, ups. Weiter, Mädchen. Hey. Kannst du nicht einfach geradeaus fahren? So. Auf geht's. Uns keiner mehr sieht. Aber weshalb wollten die jetzt eigentlich nur wegfahren? Achso, wir müssen ja auf der anderen Seite fahren. Nun, ich muss Ihnen für einen höchst aufregenden und aufschlussreichen Abend danken, Mr. Fry. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlt er mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Er ist ein gutes Vielleicht begegnen Sie ihm das? Im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf, was die Regierung am wenigsten braucht, Sachte. Ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Das glaube ich nicht. Braves Mädchen. Naja. Gut so, Mädchen. Nicht so schnell. Station, Madam. Meine Station? Oh, das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Das war irgendwie komisch. Würde ich das einfach mal ausdrücken? Was bringst du mir dann noch? Bitteschön. Es war komisch. Aber wir haben jetzt noch eine Mission, aber bevor wir die machen, würde ich mal wieder sagen, machen wir Schluss für heute und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.